Herzlich willkommen zu Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, nicht wundern, warum wir hier mittendrin stehen. Wir hatten ja unser schönes Testvideo und das kam ja so gut bei euch an, dass ich mich dazu entschieden habe, daraus ein Let's Play zu machen. Wollte bloß nicht wieder ganz von vorne anfangen. Wir machen da weiter, wo das Testvideo aufgehört hat. Ich werde es ja nochmal verlinken, damit ihr seht, wie alles angefangen hat. Nur kurz zusammengefasst, wir haben ein bisschen die Karte erkundet, ein bisschen rumgefummelt, wie was funktioniert. Nach einer Stunde oder so haben wir dann mal rausgefunden, wie man Fische fängt, mit Hilfe unseres NPCs. Dreibein Ellie haben wir auch schon getroffen und lungert bei uns rum. Auf jeden Fall machen wir weiter. Das Spiel hat mich selber aber auch gereizt. Das macht so viel Spaß. Da muss man ein bisschen, weiß ich ja jetzt auch schon. Ich weiß jetzt mittlerweile auch, warum hier das Geräusch beim Schlafen kam. Ihr habt ja geschrieben, wenn Feinde in der Nähe sind, kann man nicht schlafen. Gut, sollte man sich merken. Ich werde jetzt einmal kurz auf den Speer wechseln, weil wir haben ja festgestellt, dass der Stab Batterien braucht. Ich will nur nicht alle Batterien verschwenden. Ich will den F gegen stärkere Gegner verwenden. Und ich denke mal, wir werden jetzt erstmal essen und trinken. Wissen wir jetzt, wie es funktioniert? Für ein bisschen Sicherheit sorgen. Eine kleine Hütte oder sowas von Anfang. Ich weiß, man kann auch Palisaden und so bauen, aber... Es kann ja nicht sein, dass wir hier ständig um unser Überleben kämpfen müssen, nur weil wir einmal schlafen wollen, ne? Also, da werden wir jetzt mal anfangen. Ja, mal kurz googeln, wie genau man die erste Hütte baut. Das waren die Fallen. Behausung. Jagdunterstand. Denn schon eher sowas. Das kostet 75 Baumstämme, das ist schon einiges, aber das wäre doch was für ein Anfang, ne? Aber ich glaube, wir müssten dafür erstmal Platz schaffen, oder? Kann man das irgendwie drehen? Ja, mit Q und R, alles klar. Sehe ich irgendwo, wo der Eingang ist? Ja, hier. Ah, vielleicht so ein bisschen seitwärts, dass wir hier so einen Baum in der Mitte haben. Das wäre doch was, oder? Und da müssen wir jetzt die Baumstämme... Alter! Die Baumstämme reinballern, ne? Diese Falle hier, die kommt hier definitiv wieder weg. Das geht so nicht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Baumstämme. Guck mal, die sind nämlich auch schon wieder da. Die kommen jetzt zu gerne. Den rüsten wir einmal die Axt aus. Ich will mal kurz eine Sache probieren, ob wir hier ihn losschicken können, die Feinde uns vom Leib zu halten, während wir bauen. Folge mir. Nimm Gegenstand, hol Stöcke, ja, ja, baue Feuer. Okay, man kann ein Feuer bauen lassen. Bleib hier, mach Pause, beseitige 5 Meter, nimm Gegenstand. Nein, kämpfen lassen können wir ihn aktuell nicht. Okay. Beseitige 5 Meter, was ist denn damit gemeint? 20 Meter, 10 Meter... Macht er hier Platz, oder? Wir probieren es einfach, ne? Würde ich sagen. Wir probieren es einfach. Vielleicht macht er hier Platz oder so. Wir werden es sehen. Wir holen uns inzwischen ein paar Baumstämme. Solange die Viecher alleine sind, alles in besser Ordnung. Kriegen wir den nicht weg? Echt nicht? Das ist der Bauplan. Naja, den Bauplan will ich nicht wegmachen. Doch, kriegen wir weg. Kriegen wir weg, siehst du mal. So, mir ist auch aufgefallen, ich sollte mir vielleicht Sachen einzusammeln. Nur kurz anticken und nicht so lange gedrückt halten, weil der futtert sonst immer gleich alles. Das muss ja auch nicht sein. So, dann holen wir uns erstmal Bäumstämmchen. Ich vermute mal, solange der Baumstumpf da steht, wachsen die Bäume nach. Aber ich will hier bei uns auf dem Grundstück keine Bäume haben. Woanders lassen wir dann natürlich die Baumstämme stehen, aber hier nicht. Sehr schön. Nein! Ich weiß auch gar nicht, wie viele Baumstämme man tragen kann. Oh, Gummibäume. Okay. Okay, man kann 2 tragen. Ist klar. So, dann hau mal rein. Dauert natürlich ein Weilchen. Oh, ich denke mal, wir werden hier sowieso gleich wieder angegriffen. Du sollst den Baumstamm aufsammeln. Danke. Das ist auch alles nur eine Frage der Zeit, aber absichern müssen wir uns ja auch. Was mir bloß so ein bisschen Sorgen macht, aber abwarten, ist natürlich... Okay. Im Wasser kriegen wir die nicht. Kriegen wir den vielleicht an Land geschoben? Alles klar, Platz machen heißt, er fällt alles um, was nicht nied- und nagelfest ist. Sehr schön. Nee, was ich sagen wollte, was mir so ein bisschen Sorgen macht, lässt er auch Holzstämme liegen? Ja. Ist im Winter. Ich meine, wir kriegen ja Winter. Wir haben ja Jahreszeit. Au! Sag mal, Junge, geht's dir gut? Platz machen heißt nicht, erschlag deinen Meister, Mensch!
Alter. Verzieh dich. Hat der mich gerade angesprungen? Hat der mich gerade angesprungen? Nee, nee, nee. Das ist schon cool, dass man hier so alles nach und nach ausstapelt. Das ist schon irgendwie cool. Gut, gut, gut. Fischfalle habe ich gelesen. Ich habe auf Reddit geguckt. Das Problem haben wohl viele. Egal, ob man die nur an Land, Wasser, überall platziert. Sie funktioniert wohl nicht richtig. Gut, aber wir können die erstmal Inbei schicken. Aber da sind wir wieder beim Thema, was machen wir im Winter? Da haben wir nämlich echt das Problem, das vermute ich mal, ich weiß es aber nicht, der See zugefroren ist. Sag mal, Junge, wo bist du eigentlich hingerannt? Kannst du mir das mal verraten? Platz machen ist ja gut und schön, aber ich habe keine Ahnung, wo er ist. Okay, der will wieder Ärger. Bist du? Ich sehe dich nicht. Da. So, jetzt will ich auch mal was ausprobieren, weil im ersten Teil konntest du den ja, das haben wir ja nicht rausgefunden im Testvideo, irgendwie Haut abziehen oder Knochen rausholen, irgendwie sowas konnte man. Das Einzige, was wir nicht ausprobiert haben, war das Messer. Mal gucken, ob es damit geht. Auch nicht, ne? Mö. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, wie man an Knochen kommen soll. Nein, jetzt haut er mir meine Hütte auseinander. Ich glaub's ja nicht. Aber wie instabil ist hier alles? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh Mann, ich jetzt. Nee, das geht nicht. Gut, dann will ich mal ausprobieren, ob man die vielleicht aus Feuer schmeißen kann. Ein bisschen testen muss man ja auch. Oh Mann, jetzt haut der mir echt mal eine Hütte auseinander. Aue, 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 aue. Ey, ist jetzt gut, ist jetzt gut. Ich war im Wasser. Ich war im Wasser. Sieht nicht so aus, ne? Als wenn ich ihn aus Feuer schmeißen kann. Oder? Ah, doch, doch, doch. Der fängt Feuer. Der fängt Feuer. Das ist echt die Krönung mit der Hütte, du. Er schlägt mich hier mit Bäumen, alles klar. Es wird eh dunkel. Gut, wir machen das gleich wieder. Die Baumstämme liegen hier zum Glück noch. Ich will nur gucken, ob da irgendwas Brauchbares bei rauskommt. Das wäre schon ein Träumchen, ne? Das wäre wirklich ein Träumchen. Weil, soweit ich weiß, kann man ja auch Knochenrüstung und so machen, ne? Das heißt, wir müssen ja irgendwie an die Knochen kommen. Ja. Alles klar. Gut, wieder was gelernt. Sehr schön. Sehr schön. Junge, das nehme ich dir übel. Das nehme ich dir übel. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie ein Holzlager oder sowas bauen können. Das wäre schon ein Träumchen. Wir müssen hier ja erstmal wieder die Baumstämme beiseite schaffen. Hier ist alles sehr instabil, solange es nicht fertig ist, ne? Kriegen wir das Häuschen hier so wieder hin? Ja, scheint zu passen. Gut. Sag mal, Junge, bist du bald mal fertig? Wie viele Holzbäume willst du noch fällen? Zack, zack. Und nochmal rein. Sehr schön. Wir werden uns nach und nach, natürlich werden wir jetzt nicht die ganze Zeit bauen. Nein, nein, nein. Wir werden auch die Karte erkunden und so. Aber ein bisschen Schutz muss ja auch sein. Zudem wir ja auch noch die Chipkarte finden müssen. Wir haben ja gesehen, dass da unten in dem kleinen Labor, wo wir drinnen waren, definitiv noch eine verschlossene Tür war, wo Musik zu hören war. Ich will schon wissen, was dahinter ist. Auf jeden Fall. Alter, wenn der mir jetzt wieder einen Baum aufs Haus haut, ne, dann hau ich ihm die Beine lang. Ich weiß auch gar nicht, wie er heißt. Wir nennen ihn mal Olaf. Wir nennen ihn einfach Olaf. Sehr schön. Den nehmen wir mit.
Zack. Auf jeden Fall lässt er uns ja viele gute Holzstücke hier liegen. Hallo, Dreibein ist wieder da. Hallo. Ich glaube nicht, dass sie bösartig ist. Sie versucht, ihr Hilfe zu finden und hat Angst. Ah, gut. Abfahren. Werden wir wahrscheinlich im Laufe der Story noch rausfinden. Ich habe aber eine Vermutung. Könnt ihr euch daran erinnern, ganz am Anfang hatten wir doch unseren Laptop, wo wir gesehen haben, dass drei vermisste Personen wir finden sollen. Und da war halt auch ein 20-jähriges Mädchen dabei. Ich glaube, die Tochter von den beiden. Ich habe das Gefühl, dass sie das ist und mit ihr irgendwelche Experimente oder so angestellt wurden. Ich sehe nichts mehr. Wir gehen mal schlafen. Wir gehen mal schlafen. So. Sehr schön. Haben wir es fertig mit Platz machen? Sehr schön, sehr schön. Hau rein. Wie viel brauchen wir noch? 24 jetzt noch. Eins muss man ihm lassen, ne? Er hat hier gute Arbeit geleistet. Wir müssen noch einmal kurz trinken. Dürfen wir nicht vergessen. Hier liegt auch noch ein Knochen. Trinken? Trinken? Willst du nicht trinken, mein Freund? Oder kannst du nicht trinken mit Speer in der Hand? Ich glaube, so kann man fischen, ne? Ah, also kann man doch selber fischen. Aber nimm den Speer mal weg, mein Freund. Ich will doch nur trinken. Geht das vielleicht mit dem Messer in der Hand oder so? Ja. So, trink gleich mal einen zweiten Schluck. So. Ich weiß, du bist am Platz machen, Junge, aber du musst leider einmal... Hier, komm mal her. Du hast jetzt erstmal genug Platz gemacht. Du musst... Nein, nicht folgen. Falsche Taste, okay. Komm mal her, hier. Hm? Ich kann dich hier nicht mehr anklicken, doch. Hohl, baue, bleib hier, mach Pause, beseitige in dem Gegenstand, folge mir. Stöcke sollst du nicht holen, bauen sollst du auch nicht. Beseitige in dem Gegenstand. Fischen geht nicht mehr? Warum nicht? Doch, jetzt. Fisch, genau. Fisch. Und begeben, fallen lassen und folge mir. Mir geben natürlich, mir geben. Ich meine, da muss ja jetzt nicht die ganze Zeit Fische sammeln, aber ein bisschen Essen brauchen wir auch. Sehr schön. Gut zu wissen, die Eingeborenen werden wir los, die Toten zumindest, indem wir da einfach mal ein bisschen ins Feuer schmeißen. Da werden wir uns auch noch mit beschäftigen. Ich glaube, ich weiß nicht genau, was wir brauchen. Werden wir gleich mal gucken. Nur erstmal schnell das Häuschen fertig. Wir können uns, so viel weiß ich, eine Knochenrüstung draus bauen. Das wäre für den Anfang doch, glaube ich, gar nicht mehr verkehrt. Was machst du denn hier? Laura, die den kaputt? Jo, danke, danke, danke. Brauchen wir die vielleicht irgendwo? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay, dann schmeiß mal weg. Ich weiß nicht, warum er die hier kaputt haut. Hier, du isst mal den Fisch. Es ist so lecker. Aber gut, es macht satt. Es macht satt. Sehr schön. So, ich wollte ganze Baumstämme, keine kaputten. Zack. Gut. Zack. Ah. Das ist schon nice. Das macht alles ganz automatisch. Ist mir hier ein Fisch hingeschmissen? Ich glaube, das hat er. Aber es hat sich erstmal ausgefischt, mein Freund. Es hat sich erstmal ausgefischt. Gut, einen Fisch lassen wir ihn noch und den. Sehr schön. Ich meine, das ist eine sehr, 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 sehr beengte Hütte, ne? Aber für den Anfang tut's das auch. Gut, mein Freund. Ach, wir können sie einsammeln. Alles klar. Na, sind die Freunde auch schon wieder da? Warte. Hier wird nicht weiter gefischt. Wo willst du denn hin, Mensch?
Du Kritten. Er kommt schon wieder, okay. Er kommt schon wieder. Das ist sehr schön. Ja, ich glaube, die sind schon wieder da. Ich meine, die können uns ja auch die Bude kaputt hauen, ne? Soweit ich weiß. Da ist Heus. Wir gehen einmal kurz wieder auf unseren Bär. Wo ist er nämlich? Schmeiß mir die gleich wieder aus Feuer, mein Freund. Ich weiß nicht, wo er hingerannt ist. Fischen am Arsch der Welt oder so? Hallo, hallo, hallo. Oh, Beutelchen. Sehr schön. Und du kommst noch mit? Schmors mal hin hier. Feuer machen wir gleich an. Ich muss noch einmal kurz ihn, bevor der hier noch mehr Fische einschleppt. Er ist schon wieder. Wer weiß wo? Hallo. Dokoba. Okay. So, ich muss erstmal das Feuer anmerken. Müssen wir schließlich unser Essen vorbereiten. Und du, mein Freund, du bleibst bitte einmal hier. So, und nimm Gegenstand, beseitige 5 Meter hier. Mach mal ein bisschen Platz hier. Das ist jetzt deine Aufgabe, mein Freund. Genau. So, den Fisch kannst du essen. Sind wir zumindest vollständig satt. Ja, den Fisch können wir gleich essen. Erstmal Feuer an. Ich glaube, der liegt hoffentlich nah genug dran. Ja, Lichter. Na, sehr schön. Dann können wir nämlich verbrennen. So, wir sollen auf jeden Fall Stammhälften einsammeln. Okay. 3/4 Stämme, Bretter. Ich glaube, das macht er hier alles ja automatisch, ne? Stück für Stück. Wir haben hier noch jede Menge Stämme rumliegen. Dann nehmen wir mit. Ja, an das Bausystem muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich finde es echt cool. Ich finde es wirklich cool. Sehr schön. Das mit den NPCs ist auch cool. Ja. Sehr schön. Ist das ein Schädel? Ja. Wir sind voll. Wir sind voll. Hi, warte mal kurz. Dann wollen wir mal kurz was nachgucken. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Die haben wir nicht hier, ne? Einmal X. Das ist nur das Feuer, Zelt, verstecktes Feuer. Ist das hier? Das Treppe, Rampe, Stützen? Nein. Einfacher Boden, ja, ich muss das halt erstmal gucken, wo was ist, ne? Stock. Strukturen. Was bringt diese Schädellampe? Bringt die irgendwas? Stock plus Schädel drauf, gleich. Schädellampe? Wahrscheinlich. Oder ist ein Schädelding? Wahrscheinlich wollen wir zum Crafting-Menü, ne? Versteckende Strukturen, Schädellampe. Das sind wieder die Treppen. Das sind die Feuer. Das ist das Zelt. Einfaches Feuer, Feuerholz. Verstärkungsstrukturen. Grundlegende Wandzaun, alles klar. Hier geht aber so einiges. Rampenschutz. Gut, ich habe keine Ahnung, wie man uns eine Rüstung baut. Aber das finden wir schon noch raus. Das sind auf jeden Fall alles Deko-Sachen hier, ne? Hauptsächlich. Ja. Stocklager, Steinlager. Ah, alles klar. Sowas gibt's? Das wäre vielleicht mal ein Träumchen. Stockfahrt, Felsfahrt. Pflanzen. Ja, wir müssen noch Samen finden. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Nein. Komm mal raus hier. So, schließ mal. Dann probieren wir es einmal bei uns im Inventar. Aus den Knochen. Wo liegen denn die Knochen? Das sind die Stöcker. Steine. Da sind die Knochen. Was können wir da rausbauen? Nicht ausrüsten, mein Freund. Nicht ausrüsten. Sondern einmal darauf legen.
So, Knochenrüssen. Ah, okay, wir brauchen erst diese komischen Seile. Die haben wir nicht. Klebebandknochen. Können wir noch nicht bauen. Da will ich mal was ausprobieren. Schädel müssen wir doch auch haben, ne? Oder? Ja, da liegen sie. Oder? Kann die Schädel gerade nicht anklicken. Warum auch immer. Nehmen wir den Knochen runter. Wahrscheinlich liegt es daran. Wir brauchen ja Stock und Schädel, ne? Nehmen wir einen Schädel, genau. Ja. Fehlt aber noch irgendwas, ne? Handgefertigte Keule mit dem Schädel. Alles klar. Nee, es geht anders. Ich vermute nämlich mal, damit wir damit die Eingeborenen so ein bisschen abwehren können. Aber so zerbreche ich ihn ja. Oder? Ah, und darauf ist ein Schädel, ne? Alles klar, dann rüstet er mal einen Schädel aus. Und den da jetzt rauf, ne? Das ist sehr schön. Ich weiß es nicht, ob das was bringt. Ah, gut. Warten wir ab. Warten wir ab, wie gesagt. Ist so einiges möglich? Muss man sich erstmal reinfriemeln? Wir können zwar jetzt im Moment keine Knochen mehr sammeln, aber weil wir so ziemlich voll sind. Ich weiß auch nicht, wie lange das Zeug hier liegt. Warten wir. So, nimm mit. Nimm mit. Das kriegen wir schon hin. Nach und nach. Man kann da bestimmt auch Knochenlager oder sowas bauen, ne? Denk ich mal. Ich vermute auch mal, dass wir noch irgendwo dieses... Ich weiß nicht, was es ist. Das sieht für mich aus wie eine Rolle Seile oder sowas. Aber das werden wir doch garantiert irgendwo finden. Oder vielleicht können wir es selber irgendwie craften. Ich weiß es nicht. Hol ich noch was? Und was die Dinger genau da jetzt für einen Sinn haben, weiß ich nicht. Ich meine, nur im ersten Teil war es wohl so, dass man da die Eingeborenen ein bisschen mit abschrecken konnte. Ich meine, das hat sie jetzt nicht komplett ferngehalten, aber sie waren etwas vorsichtiger. Na, aber die Hütte nimmt Gestalt an, solange sie uns nicht wieder zusammenbricht. Hier gibt es wirklich eine Physik im Spiel. Das ist sehr schön. Okay, die machen wieder kaputt. Brauchen wir vielleicht die noch oder so? Nee, ne? Doch. Aber nur einen davon, okay. Dann schmeiß mal weg. Schmeiß den mal weg. Brauchen jetzt wahrscheinlich nochmal ganze. Auch nicht. Oder ist es kein ganzer? Nein. Das ganze Klöterkram, was hier rumliegt, wir brauchen ganze. So, nimm mit. Nimm mit. Das ist wirklich eine sehr kleine Hütte. Sehr schön, sehr schön. Sehe ich auch, was ich brauche. Ne? Jetzt brauche ich, glaube ich, nicht die, sondern die da, ne? Oder? Nicht? Okay. Aber wie gesagt, so ganz hundertprozentig kenne ich mich mit dem Bausystem noch nicht aus. Kommt aber alles noch. So, wir brauchen die erstmal. Okay, einen davon noch. Sehr schön. Das zeigt er ja auch unten an. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt zwei von diesen Stammhelfen. Das dürften die da sein. Eins. Packerin. Yep. Das sind ja keine Stammhälften. Viertelstämme sind das eher. Okay, haben wir noch irgendwo, naja, deutlich zumindest noch einer? Das ist schon ein sehr, sehr interessantes System. Schauen wir mal genau, wie das funktioniert. So, Bretter. Ich weiß noch nicht, wie ich Bretter kriege. Das ist noch so eine Frage. Wir brauchen auf jeden Fall noch Viertelstämme. Das sind die, ne? So, und Baumstämme brauchen wir auch noch. 8 ganze. Dann packen wir weg das Ding. Sehr schön.
Platz geschaffen hat der? Ein? Und zwei? Zack. Zack. Ich habe Angst, mir klappt die Hütte wieder zusammen. Das ist ja schon vorgekommen. Okay, wir brauchen aber immer noch mehr Ganze. Du nimmst mit, du nimmst mit. Platz geschaffen hat er auf jeden Fall. Und ich glaube, er ist auch immer noch dabei. Er hat nur Pause gemacht. So, wir brauchen noch 4 Gänse und dann halt 25 Bretter. Ne? Na? Oh, danke für den Beutel. Du kannst jetzt mal liegen bleiben. Ich habe genug Knochen. Irgendwie mag ich mittlerweile die Kleinen. Irgendwie mag ich sie mittlerweile. Ich kann dir nicht mal genau sagen, warum, aber ich mag sie mittlerweile. Zack. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir Bretter. Wie kriege ich Bretter? Kann man das nachgucken? Bretter, Bretter, Bretter. Nö, ne? Das sieht ja nur, was wir alles brauchen. Das sind Seile, ne? Bett aus Stöcken, Stühle aus Stöcken. Ja, das ist ja nett und schön. Stocklager, Steinlager ist auch nett und schön. Versorgung? Vogelhaus, Vogelscheuche, Gartenarbeit, okay. Ja. Was sind die Fallen wieder? Lagerung, ja, das hatten wir ja alle schon. Na, bleibst du wohl mal da, wo du bist? Okay, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich Bretter mache. Vielleicht im Inventar oder so. Warte mal. So. So, nimm mit. Den nimm auch mit. Du, gibst du andere Knochen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wie die aussehen, Alter. Voll mit Blut und... Hey, im Moment genug Knochen. Au! Pass auf, wo du hinhaust. Du könntest jemanden verletzen, ja? Okay. Sehr schön. Der hat nichts fallen gelassen? Was? Schiebung. Alles Schiebung hier, du. Können wir uns waschen? Ich will es mal probieren. Jo, das können wir. Gut, dann will ich jetzt mal kurz was ausprobieren. Wir schnappen uns jetzt einmal kurz 2 Baumstämme. Da liegen noch welche. Und dann will ich mal gucken, ob ich sie vielleicht im Inventar zu Brennern machen kann. Machen wir aber hier bei uns. So, den machen wir Inventar auf. Nein, der schmeißt sie weg. Okay, hat sich erledigt. Haben wir vielleicht eine Säge oder sowas? Nee, ne? Müssen wir vielleicht eine Säge finden? Und was sind die Knochen? Schädel? Okay, das mit den Brettern finde ich schon noch raus. Wir brauchen auf jeden Fall Bretter. Vielleicht kann ich es ja mit dem Messer schnitzen. Man kann es ja probieren, ne? Nö. Hier vielleicht irgendwas? Ich meine, ich kann es, wenn ich es richtig sehe. Was tue ich da? was tue ich da? Nee. So. Warte mal, wenn ich es richtig sehe, kann ich doch mit der Axt die Dinger klein hauen. Vielleicht kann ich da Bretter draus hauen. Ah, sieht nicht so aus. Hätte jetzt gedacht, das geht. Geht auch irgendwie. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Guck mal, er zeigt ja eine Linie an, ne? Ah, guck mal. Und kann man die... Ja. Das sind Bretter, ne? Oder? Nein. Das sind definitiv keine Bretter. Okay.
Aber hier kann man wahrscheinlich auch nochmal irgendwie was daraus machen. Das sind nur halbe Bretter, okay. Einsammeln 25 Bretter. Das sind die Bretter. Er will sie bloß im Moment nicht reinmachen. Weil wir erstmal noch zwei ganze Baumstämme brauchen. Warum? Hat mich jemand die Baumstämme geklaut? Okay, warte. Vielleicht waren das die kleinen Hammels da. Die meinen, mich gerne angreifen zu müssen. Gut, aber dann wissen wir jetzt auch, wie man Bretter macht. Das ist doch schon mal schön. So, dann habe ich zwar ein Brett jetzt versemmelt. Oh, das ist ja nicht schlimm. Hau rin. Hau rin. Ich glaube, die macht auch automatisch die Bretter, ne? Da haben wir was von abgehauen. Ich hole nochmal zwei Baumstämme. Zack. Zack. Und dann bauen wir uns hier eine schöne Befestigung auf mit alles drum und dran. Und ja, die macht er automatisch. Oh, hat er die jetzt reingezimmert? Ja, wir brauchen vorher 25, ne? Ich sehe zwar nichts davon, aber wird schon stimmen, weil die sind weg. Alles klar. Wo zimmert Eddie denn rein? Oh gut, er hat sie zumindest reingemacht. Aber wir sind jetzt runter auf 18. Alles klar. Sehr schön. Gut. Dann ziehen wir rein. Darin. Jupp, 514. Alles klar. Wir kriegen unsere erste Hürde. Gut, dann sind wir vor heute erstmal am Ende. Wie gesagt, das wird jetzt ein richtiges Let's Play. Wieder normal 30 Minuten wie gehabt. Jetzt sind wir schon drüber. Ich muss mich ja auch erstmal reinfummeln. Alles vom Spiel weiß ich ja bei weitem auch nicht. Aber wir haben jetzt zumindest rausgefunden, wie wir an Essen kommen, wie wir an Trinken kommen, wann wir schlafen können und wann nicht. Die Schädellampe scheint gar nicht zu funktionieren, obwohl sie nicht mehr so häufig kommen. Vielleicht funktioniert sie doch. Die Hütte bauen wir noch fertig und wir wollen ja auch viel, viel mehr machen. Palisadenzaun und so Kram. Außerdem wollen wir auch unbedingt durch die Gegend. Ich glaube schon, dass diese komischen Höhlen, wo da so ein Stern oder was es da ist, irgendwas zu bedeuten haben. Die lila Punkte müssen wir ablaufen. Wir kommen hier voran. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.